Hallo und herzlich willkommen hier bei Bird of Play. Ich bin der Lutz und nach langer, langer Zeit melde ich mich mal wieder mit einem Blue Bricks Promo der Star Trek Reihe und zwar mit der USS Excelsior NX 2000. Es ist nicht Sulus NCC 2000, es ist der Prototyp, die NX aus. Die Suche nach Mr. Spock. Nicht meine persönliche Lieblingsvariante der Excelsior aus Star Trek 6, weil ich die Brücke halt so cool finde. Z-Nummer 1056-89-585 Teile. Das Ding ist ein mittleres Modell. Ein wunderschönes mittleres Modell, meiner Meinung nach das beste mittlere Modell, was Blue Bricks rausgebracht hat in der Star Trek Serie. Und das Ding ist massiv. Hier mal zum Vergleich, die Enterprise E. Holy hell! Das Ding ist 35,6 cm lang, 13,4 cm in der Breite, an der breitesten Stelle und 13,9 cm hoch. Ich finde, das ist schon ein ziemlicher Oschi für ein mittleres Modell. Deswegen wollte ich euch hier die Maße nochmal, wie sie auf der Website stehen, durchgeben. Ich denke wirklich, das ist das bestübersetzte Raumschiff, was wir in der Star Trek-Reihe haben. Ich denke, es ist kein Wunder. Ich bin mir gerade unsicher. Jemand aus dem Blue Bricks Team hat gesagt, es sei sein Lieblingsraumschiff. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass dieserjenige dieses Schiff auch designt hat. Die Detailvielfalt auf der Excelsior ist Bombe. Absolut Bombe. Und ich denke, am besten lässt sich das tatsächlich beurteilen, indem ich euch jetzt das Schiff mal von jeder Seite zeige. Wir haben hier einmal das Schiff von oben. Für euch Excelsior-Experten da draußen, ich muss euch mal ganz kurz eine Frage stellen. Das ist ja die Prototyp-Excelsior. Das ist die NX-Excelsior. Das ist nicht die, die dann quasi später in der Lore in Produktion gegangen ist. Hat die Produktionsvariante nicht später diese zwei Impulskristalle hier, die zwei blauen Punkte? Müsste es bei der Prototyp Excelsior nicht ein Impulskristall sein? Oder vertausche ich das gerade? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich bin mir echt nicht ganz sicher, ob ich das falsch im Kopf habe. Aber das ist eine Frage, die stelle ich den Excelsior-Experten da draußen. Und von der Seite ist das Schiff mir verkauft worden. Sieht das mal geil von der Seite aus oder sieht das mal geil von der Seite aus? Ich wollte euch jetzt die Enterprise E von der Seite zeigen. Nee, das lassen wir mal. Muss ich später zur Reparatur nach Utopia Planitia bringen. zurück zur Excelsior. Wie gesagt, die Seitenansicht hat es mir verkauft, die Vorderansicht. Also, das Schiff sieht halt wirklich perfekt aus, meiner Meinung nach, von jeder Seite. Das bei Klemmbaustein. Das ist schon ein Achievement, finde ich persönlich. Hier kommen zwei Kritiken bei mir auf. Ich glaube, das ist das allererste Mal bei einem Z, dass mich die Negativnoppen stören, bei den Warp-Gondeln. Allgemein die Negativnoppen. Hier in der Mitte nicht so sehr. Das könnten immer noch irgendwelche Details sein, aber hier auf der Länge. Und ich finde hier vorne diese Sektion ein bisschen zu breit. Aber Leute, das ist Meckern auf hohem Niveau. Für mich ist die Excelsior wirklich eine 10 von 10. Also absolut. Ja, kommen wir mal zur Steinequalität, würde ich sagen. Die ist sehr, 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 sehr gut. Das Schiff als solches ist wirklich solide. Klemmkraft ist da. Wir haben die, ich denke mal, Blue Bricks typischen Probleme. Ganz leichte Farbuntreue, glaube ich, zu erkennen, dass dieser Brick hier ein bisschen dunkler ist als der Rest. Genauso wie hier. Es ist ein bisschen Farbuntreue ist, glaube ich, drinne. Manche der Teile sind ein bisschen stumpf, manche sind ein bisschen zerkratzt. Keine losen Teile, was für mich eine Premiere war. Und wir haben viele unterschiedliche Farben, dazu kommen wir gleich. Erstmal Stabilität. Der Shuttle-Hangar ist ein wenig lose. Da solltet ihr nicht anfassen, weil die sind wirklich bloß auf dieser Viererreihe hier quasi draufgedrückt. Also das Shuttle-Hangar ist bloß auf dieser Viererreihe draufgedrückt. Warp-Gondeln sind stabil gelöst. Werden von diesen 5 Pins festgehalten. Macht auch wunderschön dann das Detail hier unten aus, wo die Pylonen in die Warp-Gondel münden. Untertasse sehr gut fixiert. Allerdings, wenn ich sie jetzt hier ruckle, das macht keiner außer mir. Buff, da geht sie ab. Aber es wird halt festgehalten von diesen 5 Pins hier. Dementsprechend haben wir dann hier die Aufnahme. Das Schiff ist solide. Wie gesagt, kein Mensch, außer ein Fünfjähriger, würde auf die Idee kommen, mal ordentlich vorne an der Untertassensektion zu ruckeln, außer mir.
So, dementsprechend, das Ding ist, ja, da gibt es so manche Lego-Modelle, die jetzt gerade neidisch auf diese Excelsior gucken, glaube ich. Farben, fangen wir mal mit dem Blaugrau an. Ich finde diese leicht ausgewaschene Farbe nicht schlecht. Auf der Anleitung ist sie ein bisschen dunkler, wenn man sich das mal anguckt. Wirkt das Blau ein bisschen dunkler. Das wäre vielleicht echt cool gewesen, allerdings muss ich sagen, dieses leicht ausgewaschene finde ich nicht schlecht. Die Modellkits, die da draußen existieren, für die Excelsior machen es zu so einer Art Marineblau, also eigentlich eher ein dunkleres Blau. Ich finde allerdings, dass das übersetzt sich nicht sehr gut. Vielleicht hatte das Originalstudio-Modell wirklich ein Marineblau für diese Details hier auf dem Warp-Gondeln an der Seite des Rumpfes auf der Untertassensektion. Das kann durchaus sein, aber für mich, wenn ich die Excelsior sehe, habe ich auch irgendwie dieses ausgewaschene Blau mehr im Kopf als Marineblau. Also das finde ich echt nicht schlecht gewählt. Genauso wie das Sandgrau hier vorne. Sandgrau? Sandfarben. Das war eigentlich eher das Wort, was ich benutzen wollte. Auch die Farbe finde ich nicht schlecht gewählt. Ich weiß, eigentlich müsste das ja segmentiert sein. Das ist nicht ein solider Kranz. Es sind ja mehrere Teile, aber das lässt sich wirklich sehr, sehr schwer übersetzen in Klemmbaustein. Deswegen finde ich das hier echt sehr gut gelöst. Eine andere sehr interessante Farbe, die hier verbaut worden ist, ist das hier. Man hätte sagen können, wir machen es schwarz gut ist. Nee, das hier ist so ein Anthrazit Metallic Dunkelgrau. Das haben wir einmal hier am Hals, einmal hier am Warpfeldgitter, ein paar Teile hier, die Spitzen hier vorne und hier in der Sensorenplattform ist auch nochmal so ein Teil verbaut. Ich bin überrascht, dass wir Metallic-Farben gekriegt haben. Das war wirklich eine sehr positive Überraschung. Wir haben hier Dunkelgrau für die Mitte des Rumpfes. Ich hätte auch eher erwartet, dass man vielleicht so eine Farbe wählt. Nein, sie haben sich für mehr Metallic-Grau entschieden in dem Warp-Gondel und im Hals. Kann man mal machen. Halbdurchsichtig blauer Deflektor mit einem durchsichtigen Teil mit einer durchsichtigen Noppe vorne dran. Und noch ein anderes kleines Highlight, was ich hervorheben möchte, ist diese Andockfläche hier. Diese Andockfläche ist komplett massiv, dieses helle, durchsichtige Blau. Wenn ihr mal ganz kurz hier guckt, wir haben hier diese Ziegeln, diese Zweierziegel hier. Wir haben hier einmal einen massiven, halbdurchsichtig blauen Brick drunter, genauso wie hier vorne. Das fand ich sehr überraschend, dass man sich wirklich dazu entschlossen hat, das quasi massiv darzustellen. Ich hätte jetzt erwartet, dass sie einfach sagen, für den hinteren blauen Brick, wir packen einfach einen grauen rein. Nein, zweimal, also insgesamt vier durchsichtig hellblaue Teile. Mega, finde ich echt mega, mega cool. Ja, das sind so die Farben, die hier verbaut worden sind. Das macht das Modell in meinen Augen echt nochmal ein bisschen fertiger. Vor allem, ich finde dieses Anthrazit echt, echt, echt hübsch. Prinz haben wir ein paar. Wir haben einmal hier den Print. Den Sternflotten-Logo, wo eigentlich drin stehen sollte, United Federation of Planets. Jetzt steht hier langer Strich, kurzer Strich, langer Strich, kurzer Strich. Sie haben sich dazu entschlossen, das unleserlich zu machen. Finde ich nicht schlecht. Es sieht richtig aus. Vom Weiten sieht es einfach richtig aus. Man sieht das Logo, man sieht, dass da was stehen sollte. Vielleicht hätten sie United Federation of Planets reinschreiben können, aber echt scheiß drauf. Schöner, scharfer Print. Wir haben hier einmal Untertasse. Dieses wunderschön gedruckte NX2000 konnte ich euch die ganze Zeit wunderschön in die Kamera halten. Das hier nicht, weil es war immer auf dem Kopf. Aber dadurch, dass ich ja die Untertasse abnehmen kann, kann ich euch das jetzt auch nochmal zeigen. Herrlich. Also Prints sind wie immer mega. Kommen wir noch zum Halter. Bei dem Halter muss ich sagen, ich finde es ein bisschen schade, dass wir nicht den Movie-Ära-Halter haben. So quasi ähnlich wie den hier. TNG-Movie-Ära hat ja auch einen anderen Halter als die normale TNG-Ära. Ich hätte das irgendwie cool gefunden, hätten sie hier auch nochmal so eine Platte drunter gebaut, dass das so aussieht wie die Brosche, die sie dann hatten, vor allen Dingen in Star Trek 3. Aber es ist auch meckern auf hohem Niveau. Wir haben hier auf jeden Fall noch einen Print. Star Trek 3, Search for Spock, USS Excelsior NX 2000, Länge 467 Meter. Auch ein schönes Teil, immer wie immer, leicht matt, ein bisschen zerkratzt. Ja, also auch hier die üblichen Blu-Ricks-Macken. Der Halter hält ganz gut. Ich sage, es wird mit Absicht ganz gut
Ich meine, das Schiff steht da drauf. Ich hätte mir aber fast gewünscht, hier hinten so einen kleinen Stabilisator, weil ein bisschen neigt sich das doch nach hinten. Es kann allerdings sein, ich habe über Weihnachten immerzu mal wieder meine nervösen Finger an diesem Modell spielen lassen, dass ich das auch mittlerweile ein bisschen ausgeleiert habe, das Teil. Das ist durchaus möglich, dass mein inneres Spielkind sich da nicht kontrollieren konnte und das dementsprechend, ja, so passiert ist. Das ist, wie gesagt, meiner Meinung nach das beste mittlere Modell, was wir haben. Dicht gefolgt im Übrigen von der Defiant. Die Defiant fand ich auch echt wunderschön gelöst. Kriege gerade so ein bisschen Lakota gegen Defiant-Vibes. Ja, die nur noch mal so ein kleiner Vergleich. Ich hoffe, ich kriege das jetzt vom Platz her hin. Die Excelsior ist so brillant übersetzt in diesen mittleren Scale. Das Modell kriegt von mir eine 10 von 10. Ohne Frage. Das, was ich daran zu meckern habe, ist nitpicky. Es gibt Details, da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen, wie gut sie die dargestellt haben. Vor allen Dingen an den Warp-Gondeln. Ich nehme mal ganz kurz nochmal eine ab. Einmal hier dieses Flügeldetail. Wie das hier übersetzt worden ist, finde ich echt genial. Wir haben auch hier unten nochmal so ein Barren um. Ich weiß noch nicht mal wirklich, was das sein soll, was hier dargestellt ist. Die Pylonen sind halt auch echt schön gelöst. Es ist herrlich. Das Modell ist cool. Es gibt allerdings einen ganz, ganz großen Kritikpunkt für mich, was mehr in der Bauerfahrung dieses Modells liegt. Erstmal muss ich sagen, ich bin auf Dauer nicht der größte Fan von Rubrics-Anleitungen. Das liegt tatsächlich an der Darstellung mancher Bauabschnitte. Gerade bei solchen kleineren Aufbauten finde ich es manchmal sehr unübersichtlich dargestellt. Das ging bei der Excelsior immer noch einigermaßen gut, obwohl ich auch teilweise sehr verwirrt war. Trotzdem, mir fällt da der Data Flyer ein, wo wirklich die Farbuntreue teilweise in der Anleitung wirklich groß waren. Ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass sie diesen Abschnitt ausgrauen. Vielleicht sollten sie es ein bisschen noch mehr transparenter machen. Ich bin mir unsicher, was es ist. Wo mein massiver Kritikpunkt liegt, ist hier. Wir haben nur zwei Bauabschnitte. Ich weiß nicht, wer da das Sagen hat mit dem Bauabschnitt. Wir haben zwei Bauabschnitte. Der eine Bauabschnitt sind quasi zwei Drittel des Schiffes und der zweite Bauabschnitt ist ein Drittel des Schiffes. Der erste Bauabschnitt, mein ganzer Schreibtisch war voll mit Teilen, die sich alle auch sehr ähnlich sehen, weil wir haben ja keine Farbseuche in dem Schiff innen drin, was ich ja begrüße, ohne Frage. Aber Leute, warum sind das bloß zwei Bauabschnitte? Und vor allen Dingen nicht mal 50-50 aufgeteilt, es ist 66% und dann die anderen 33% nochmal hinterhergeschmissen. Warum haben wir hier nicht drei, beziehungsweise in meinen Augen, um das Ganze wirklich besser darzustellen, müssten es eigentlich 6 Bauabschnitte sein. Es geht einfach bloß um die Menge an Teilen pro Bauabschnitt, die mir hier ein Kopfzerbrechen bereitet. Jetzt werden vielleicht viele von euch sagen, ja, aber vielleicht machen sie es ja. Vielleicht macht das ja Bluebricks aus irgendwelchen umwelttechnischen Gründen, dass sie nicht so viele Tüten verbrauchen. Gut, den hier jetzt mal rausgerechnet. Das war vom Adventskalender. Wisst ihr, wie viele Tüten hier drin sind? Wirklich jetzt zu sagen, sie machen es, um halt weniger Tüten dann dem Endverbraucher in den gelben Sack zu bringen. Nee, nicht wirklich. Es ist einfach bloß schlecht aufgeteilt, das Schiff. Und das finde ich schade. Also ich bin an dem Punkt, wo ich wirklich sage, Leute, warum macht ihr überhaupt noch Bauabschnitte? Weil die paar hundert Teile, die jetzt nochmal zusätzlich auf meinen Tisch gelandet wären, hätten den Kohl jetzt auch nicht mehr fett gemacht. Der erste Bauabschnitt dieser Anleitung beziehungsweise dieses Modells ist furchtbar. Also wie gesagt, drei Bauabschnitte müssten es in meinen Augen mindestens sein, schön wären 6. Einfach bloß, damit diese Wust an Teilen nicht da ist. Aber gut, das ist meine Kritik. Was wollte ich jetzt im Endeffekt sagen? Die Excelsior ist für mich eine 9 von 10. Also mit Anleitung und Bauabschnitten einberechnet. Das Schiff ist auf jeden Fall eine Kaufempfehlung. 35 Euro, das habe ich vergessen zu sagen die ganze Zeit. 35 Euro für 585 Teile und im Endeffekt hast du wirklich in meinen Augen die perfekte Excelsior im Klemmbausteinformat. Ich kann das nur nochmal hervorheben. Dieses Schiff hat in meinen Augen so ein bisschen mein Problem mit Star Trek Bluebricks gelöst und vielleicht auch mit Bluebricks im Allgemeinen. Kauft es euch. Wenn ihr ein Fan der Excelsior-Klasse seid, kauft es euch auf jeden Fall. Das ist wirklich extrem gut gelungen, das Schiff.
Gut, Leute, dann sehen wir uns irgendwo dort draußen wieder bei einem anderen Schiff. Vielleicht, wenn ihr Interesse habt, bei der Defiant, weil das war nochmal eine andere Odyssee. Gut, Leute, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschaußen.